Thorsten, eigentlich ist ja gerade kaum Zeit für Besinnlichkeit bei euch. Ihr habt auch zwischen den Jahren jetzt englische Wochen, kann man sagen. Trotzdem wollen wir jetzt die Zeit zwischen Training und den nächsten Auswärtstrip nutzen, um ganz kurz einen Blick zurückzuwerfen auf das Jahr. Was sind denn deine drei Highlights 2015? Soll ich die aufschreiben? Ja, bitte. Gut. Was ist die Eins? Das ist die vierte Finalserie gegen Bonn. War eine tolle Serie. Bonn als Hauptrundenvierter, wir als Hauptrundenfünfter haben uns nichts geschenkt, aber es war klasse zu sehen, dass wir in einem Auswärtsspiel, in einem Spiel 5, dann den Sieg holen konnten. Das war sehr emotional. Ich denke auch hochklassiger Basketball und ist mit Sicherheit eins der Highlights. Und wie stolz macht es dich dann auch, in 4 Jahren das dritte Mal damit ins Halbfinale eingezogen zu sein? Ich glaube, das ist eine Bilanz, auf die wir tatsächlich stolz sein können. Damit hätte man nicht unbedingt gerechnet vor 4 Jahren. Gleichzeitig ist es aber auch Ansporn, dass wir es erneut schaffen wollen und uns auch nicht darauf ausruhen wollen. Es ist was Tolles, aber dieses i-Tüpfelchen, das fehlt halt noch. Okay, Nummer 2. Das ist das Münsterplatzspiel. Ich habe es schon mal erzählt, ich war einer der Skeptiker. Für mich in der Phase der Saison ging es einfach nur darum, ein vernünftiges Testspiel gegen einen guten Gegner zu absolvieren. Der Verein hatte natürlich auch noch andere Ziele. Es sollte ein Entertainment-Event werden und deswegen war ich sehr skeptisch. Und die Vorfreude hat mich tatsächlich erst am Abend vorher getroffen, als wir uns den Platz angeschaut haben, gesehen, wie dort das Parkett aufgebaut wurde. Und dann der Sonntag war ein unglaubliches Erlebnis. Das Wetter war perfekt. Jeder hat das unglaublich genossen, vor so einer Kulisse Basketball spielen zu können. Und es war eine perfekte Organisation, was ich mit Sicherheit so schnell nicht vergessen werde. Okay, Nummer 3. Da erwähne ich die Spiele gegen Valencia. Beides Niederlagen. Warum sind das Highlights? Die Mannschaft hat bis heute immer noch nicht verloren diese Saison. Ich glaube, demnach müssten es 23 Siege in Folge sein. Wir waren die Mannschaft, die zweimal so knapp wie keine andere Mannschaft bislang dran war. Und das ist was mich stolz macht. Das ist auch was das Potenzial unserer jetzigen Mannschaft widerspiegelt. Natürlich sollten wir uns jetzt nicht mit den allerbesten Mannschaften Europas messen, aber wir haben gezeigt, an einem guten Tag können wir auch eine solche Mannschaft schlagen. Lass uns insgesamt nochmal zurückblicken auf die erste Saisonhälfte, die sich jetzt dem Ende zuneigt. Es hat nicht gut angefangen. Kompletter Umbruch in der Mannschaft. Der Saisonstart war durchwachsen. 5 Niederlagen in Folge in der Liga. Hattest du noch nie erlebt in Ulm zuvor. Was lernt man aus so einer harten Zeit? Was hast du mitgenommen? Man lernt eine ganze Menge. Man lernt viel über den Charakter der Spieler. Wer positiv bleibt, wer dann noch härter arbeitet, wer ein Stück weit resigniert. Man lernt viel über sich selbst. Wie geht man mit so einer Krise um? Natürlich hinterfrage ich mich, was kann ich anders machen? Was können wir als Coaches, Team anders machen? Man lernt viel über das Umfeld, die Leute in der Organisation. Wie gehen die mit so einer Krise um? Wie gehen die Medien damit um? Wie gehen die Fans damit um? Und ich bin froh, dass es eine nicht übermäßig lange Krise war, dass wir diese Krise letztlich überstanden haben. Wir spielen jetzt deutlich besseren Basketball. Wir konnten auch wieder in der Bundesliga gewinnen, haben es mittlerweile so geschafft, einen positiven Rekord einzufahren. Bei 2-7 konnte man nicht damit rechnen, dass das 6 Spiele später dann schon wieder so weit ist. Nichtsdestotrotz halten wir den Ball flach. Das haben wir mit Sicherheit auch daraus gelernt. Wir hatten eine gute Vorbereitung, haben uns selbst wahrscheinlich ein bisschen was vorgemacht, wie toll wir doch sind. Und nur weil wir jetzt 6-mal gewonnen haben, heben wir wahrlich nicht ab, sondern werden weiter hart arbeiten. Siehst du da einen bestimmten Wendepunkt? Man hatte ja irgendwie das Gefühl, irgendwann hat es Klick gemacht. Hast du da ein bestimmtes Ereignis im Kopf? Ehrlich gesagt nicht. Ich fand, wir haben, auch als wir in der Bundesliga noch verloren haben, schon im Eurocup ganz gute Leistungen gezeigt, haben es in der Bundesliga dann noch nicht ganz so hinbekommen. Aber es war trotzdem ein fließender Prozess. Wichtig war, als Taylor zurückgekommen ist, der hat uns Stabilität gebracht. Ich glaube, das war ein ganz wichtiges Erlebnis. Aber ansonsten war es ein fließender Prozess.
Lass uns mal vorausblicken. Der Eurocup lässt nicht lange auf sich warten. Die zweite Phase steht bevor. In der Gruppe mit Bilbao, den Bayern und Bandirma, wen siehst du als Favoriten? Ich denke, die Bayern sind Favorit. Und nicht weiter hinter Bilbao. Und ja, ich glaube, dann müsste man uns und Bandirma auf einer Stufe sehen. Ich glaube aber, dass die Gruppe theoretisch auch so ausgehen kann, dass Bandirma und Ulm weiterkommen. Ja. Wir sind noch nie in der zweiten Gruppenphase ausgeschieden. Wir haben es immer über diese Gruppenphase hinaus geschafft. Wir waren jedes Mal Underdog in dieser zweiten Gruppenphase. Und aus dieser Position heraus spielen wir ja eh ganz gern. Ich glaube nicht, dass wir unterschätzt werden, aber wir können trotzdem befreit aufspielen. Wir haben nicht den Druck des Gewinnmüssens in dieser Gruppe. Es gibt ja die besondere Situation, dass ihr in einem guten Monat Bayern gleich viermal begegnen werdet. Zweimal in der Liga, zweimal im Eurocup. Was ändert das für euch Coaches? Ist das eine Art Mini-Playoff-Serie, die ihr da spielt? Und wie denkst du, schätzen das die Spieler ein? Ist das was Cooles für die Spieler? Ich glaube, jede Begegnung wird sich von der Intensität her steigern. Beim ersten Mal, klar, du spielst gegen München, da bist du natürlich heiß. Ja, je nachdem, wie das Ergebnis ist, gewinnst du, verlierst du, willst es beim zweiten Mal besser machen oder willst unbedingt deinen Status verteidigen. Ja, dann, das wird die Intensität steigern. Und ich glaube, wenn wir das vierte Mal spielen, dann ist es ein hochintensives Spiel, möglicherweise auch schon das erste, aber man möchte nicht viermal gegen eine Mannschaft verlieren. Man möchte, wenn man dreimal gewonnen hat, unbedingt das vierte Mal wieder gewinnen. Es ist wie eine Playoff-Serie. Und das wird ein heißer Monat mit den vielen Spielen gegen München. Abschließend, was ist dein Wunsch oder hast du einen Vorsatz für das Jahr 2016? Ich würde gerne mal wieder zum Friseur gehen. Das ist mein Vorsatz. Basketballerisch habe ich relativ wenig Vorsätze. Ich glaube, wir haben vieles richtig gemacht in der Vergangenheit. Es wird darauf ankommen, dass wir weiterhin konzentriert arbeiten, weiterhin bodenständig bleiben, nicht abheben. Harte Arbeit zahlt sich in meinen Augen immer aus und die wollen wir weiter vorantreiben. Okay, dann freuen wir uns auf ein gutes neues Jahr 2016. Dankeschön. Vielen Dank, Thorsten.